Genau, wir als Mediale Pfarrer sind Mitglied im Bündnis Freie Bildung, weil wir es wichtig finden, dass wir das Thema Open Education noch weiter vorwärts bringen. Wir sind da seit vielen Jahren aktiv und finden es gut, jetzt einen Zusammenschluss von verschiedenen Institutionen zu haben, um einfach nochmal mehr Schlagkraft zu entwickeln und auch uns immer wieder in den Themen zu verständigen. Also die Profiteure von unserer Öffnung, unserer Arbeit sind sicherlich am Ende immer erstmal unsere Zielgruppe und das sind im Fall von Mediale Pfade insbesondere Kinder und Jugendliche, weil wir davon ausgehen, dass eben Konzepte, die wir einmal entwickelt haben, nicht immer wieder neu entwickelt werden müssen und somit die Qualität von medienpädagogischen Angeboten steigt, wenn wir unsere Konzepte teilen, transparent machen und auch anderen zur Verfügung stellen. Also für mich ein zentraler Bestandteil von einer digitalen Gesellschaft ist die Teilbarkeit von digitalen Informationen. Das macht einfach keinen Sinn, das irgendwie für mich zu behalten. Die Transparenz von Vorgängen und letztlich die Kollaboration und Zusammenarbeit übergreifend. Und das ist für mich der große Gewinn. Ich wünsche mir von einer Politik deutlich mehr als bisher. Also es ist schön, dass wir mit OER die letzten Jahre mal ein bisschen weitergekommen sind und auch ein bisschen mal in die Praxis gekommen sind, Dinge umzusetzen. Aber für mich ein klares Bekenntnis zur Open Education sieht nochmal deutlich anders aus. Da gehört zum Beispiel einfach die grundsätzliche Verpflichtung, Dinge, die mit öffentlichen Geldern entstanden sind, dann auch wieder frei veröffentlichen zu müssen. Solange das nicht passiert und das immer freiwillig bleibt, wird das nicht so schnell vorwärts gehen, wie ich mir das wünschen würde.